Ja, ein herzliches Grüß Gott und willkommen zu einer fünften Folge von Gothic, die Nacht des Raben in der Nostalgic Edition. Ja, und gleich zu Anfang ist mir noch was aufgefallen. Mir hat ja Falugify auch gesagt, so von wegen, wenn irgendwas ist, ich gucke mir das mal an, wo es noch einen kleinen Fehler gibt, dann möchte ich den auch jetzt mal demonstrieren. Und zwar geht es um das Fleischbraten am Lagerfeuer. Ich gehe also hin. Ich habe noch keins gebraten hier. Ich gehe aber auf Ende, weil ich kein Fleisch braten möchte. So, dann sagt aber trotzdem ein rohes Fleisch gebraten. So, und dann gehe ich dann in mein Inventar und gucke. Bumsfallera hat er mir trotzdem ein rohes Stück Fleisch gebraten, das man ja hier sehen kann. Hier nur an der Stelle mal aufgezeigt, aufgesagt, was es, warum das jetzt so lustig ist. Ach, und dann natürlich noch vielen Dank für eure Einträge und Kommentare und auch natürlich Neuabonnenten. Zum Beispiel wurde mir geraten, mal von diesem Wolfsmesser hier, Brieföffner, mal hier eine längere Waffe zu nehmen, die ich natürlich tragen kann. Was nehmen wir denn hier? Habe ich zum Beispiel bei dieser rostigen Axt 30 Stärkepunkte zu wenig. Das heißt also, wir werden uns auf den Weg machen und weiter ins Abenteuer der Nostalgic Edition reingehen. Ja, wir müssen für Konstantino noch Kräuter besorgen und Banditen platt machen und ja, und einiges mehr. Gut, hier habe ich ja alles abgegrast. Ich habe das nicht im Respawn gemacht, glaube ich. Gab es das hier überhaupt in der Version mit Respawn? Ich bringe jetzt die Modifikationen durcheinander. Bitte verzeiht mir das. Ja, ich latsche also wieder schön durch die Natur. Ihr seht, das ist der DX-Renderer. Für die, die sich dafür interessieren, es ist die 17.6-Version. Und jetzt möchte ich ganz gerne wissen, ob hier noch irgendwelche Kräuter jetzt versteckt sind. Ja, es ist wieder dickes Dickicht. So, und dann schauen wir doch mal. Hier sind lustige Schäfchen da. Hier ist ja auch unser lustiger Marlet. Ich muss weiter, genau. Das haben wir ja schon in den ersten Folgen erledigt, was er da hat. Und irgendwo ist doch auch noch ein Steinkreis. Da sollte es angeblich Grundstücke geben. Lobart, na Lobart, wie geht's dir? Hast du mal noch was für mich zu tun? Dann wird er sagen... Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Gut. Hab ich aber auch schon gefragt, beziehungsweise ich gehe noch mal hin zu einem der, wo da so... Moment mal, sagen wir hier. Hier ist niemand. Lalalalala. Ah, früher war der Weizen wirklich mannshoch, aber durch die heutigen Züchtungen wird das alles niedrig gehalten, damit es für die Maschinen besser zu ernten ist. Also wer wirklich hier die Authentizität haben möchte, der sieht, aha, hier in Gothic gibt es noch schönen alten Urweizen. Okay, das habe ich schon gefragt. Ist nicht. Da hinten ist ja schon mal unser... Na, Hürden springen kann er auch nicht. Da ist doch unser Steinkreis, wo es Feldkühltrich geben soll. Und ich war da schon. Ich habe ihn bestimmt übersehen. Den Feldknöterich. Ne, Feldknöterich nicht hier. Das Wichtige. Das andere. Wie heißt das? Wie heißt das? Oh, habe ich eben noch gesagt. David. Deine Merkgeschichten, ja. Grundstöckel war es, richtig. Grundstöckel. So. So, hier haben wir eine Heilpflanze. Ah, das ist natürlich sehr, sehr dicht hier. Irgendwo. Muss doch dieser Grundstöckel sein am Steinkreis. Oder es wurde ein anderer Steinkreis gemeint. Aber bei dem Lobartshof wurde der erwähnt. Da habe ich noch was aus dem Augenwinkel gesehen. Aber das ist kein Kronstöckel. Das ist... Doch, es ist Kronstöckel. Uiuiui, da haben wir Kronstöckel. Wieder etwas für Konstantinos Kräuterliste gesammelt. Was fehlt uns denn noch? Wir haben jetzt nämlich irgendwo hier unsere Kräuterliste. Also Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel haben wir. Feuernessel haben wir, Feuerkraut.
Goblinbeere weiß ich. Drachenwurzel, Snapperkraut, Feldknöterich und Kröllstöckel. Ja, sollte man mal kurz speichern. Gehen wir mal hier hin. Ach ja. Es ist wirklich lange her, dass ich die Urversion hier mal gespielt habe. Da hier ist auch noch was. Heilkraut. Und ich fühle mich echt wieder richtig angefixt durch diese Version auch. Heilwürzliche. Noch was? Nee, das ist Textur. Ja, gucken wir mal, ob wir da... weiß nämlich, in der Nähe gibt es irgendwie noch so lustige Feldräuber. Vielleicht kriege ich die ja schon. Ich habe junge Feldräuber ja in der Höhle niedermetzeln können. Nee, habe ich die oder habe ich die nicht? So, hier war doch irgendwo was Lustiges noch. Nö. Doch, das war da um die Ecke, das weiß ich noch. So. Jump. Oh mein Gott. So. Was sagt unser Pfeil und Bogen? Der sagt nichts, also habe ich die hier schon ausgemerzt. Wird es nichts geben. Nee, gibt nichts. Gut. Okay, Nagelknüppel ist parat. Da unten. Da unten ist noch lustiges Gewächs. Wie zum Beispiel Heilpflanzen. Ja, super. Ja. So, schauen wir trotzdem noch ein bisschen vorbei hier. Ich bin so ein Naturliebhaber, deswegen erstmal gucken, was uns die Natur bietet. Ich habe für so etwas keine Zeit. Was war das? Doch, eine rostige Axt, habe ich doch richtig gesehen. Ja, wer schmeißt denn hier seinen Müll weg? Hier liegt was rum, ein Hammer. Ein Schürhaken. Silberner Ring. Hm? Und eine Säge. Na, sehr schön. So, da ist mal gucken, ob es hier irgendwelche wichtigen, gefährlichen Tiere gibt. Nein. Ach ja. So, aber hier geht's weiter mit Pflanzen. Nur Heilpflanzen. Ich brauche noch Drachenkraut. Da unten sind sie. Ja, da unten sind ja die gefährliche Welträuber. Mhm. Ja. Hüpfen wir mal hoch. Oh, was war denn das eben? Ich habe einen schnellen Sprung nach vorne gemacht. Ich weiß nicht, was das war. Okay. Hier noch was versteckt auf der Suche nach Pflanzen. Für Konstantino. Ja. Immer schön in der Nähe. Oh, Leute, guck mal, wie viele das sind. Da haben wir Feldräuber Nummer 1, 2. Das sind normale Feldräuberches. Das heißt also, ich werde mal ein Spielchen speichern. Und versuchen mal die Feldräuber erstmal mit dem Nagelknüppel, weil, nee, ich habe nicht so viele Pfeile, ne, also, ne, 16 Pfeile. Das ist natürlich ein aussichtsloses Unterfangen. Mal gucken, locken wir mal ein. Okay, oh. Hat mich nur einer gemerkt, gut, dann gehen wir ein bisschen weiter weg. Jetzt muss ich irgendwie eine gute Position ausfindig machen. Und wo ist er denn jetzt? Na? Ach, da ist er. Ne, das ist ein anderer. Oh, weia. Ich hab's geahnt. Und ich komme immer weiter da in die Menge rein. Nee, das ist nicht so schön gewesen. Ja, ich komme hier nicht weiter mit den Feldräubern. Ich brauche mehr Stärke, ich brauche mehr Skill. Und schauen wir mal, was wir hier... Ja, da kommt da gleich eine Riesenratte. Ich glaube, können wir aber schon... Nahkampf? Ja, genau, richtig.
Und hier ist Wolfgang. Der hat sich heute noch gar nicht bei mir vorgestellt. Schade, schade, schade. Mal wieder hier hoch. War das hier? Ja, das war hier. Ach ja, hier. Haha, der Weg. Nee, den gehe ich nicht nochmal. Lass mal gucken, was wir hier finden. Im Burggraben. Vielleicht sollte ich mich mal bei Bospa vorstellen. Denn da war ich noch nicht. Kriege ich bestimmt ein paar günstige Bogensachen. Oh, hier ist eine Pfütze. Okay. Dann gehen wir mal wieder hier durch. Und kannst du mir den Segen geben, Daron? Daron, hallo. Hey. Er arbeitet auch ja, genau. Den ganzen Tag. Ich will mir deinen Segen holen. Er arbeitet. Das ist gut. Das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Ich habe dir meinen Segen doch schon gegeben, mein Sohn. Muss die Arbeit ja machen. Gehe mit Innos, mein Sohn. Mein Mann sieht das anders. Aha. Hat er schon, ja, als er mir damals die 50 Goldstücke aus dem Sack geklaut hat. Ich fass es ja nicht. Er arbeitet so, lass mal gucken hier. Segen, Segen, Segen. Der Segen war ja schließlich für Herrn Torben. Wo ist denn der Torben? Hallo? Bringendes Wasser, Segen der Götter zum Beispiel. Torben gibt mir seine... Aha. Das heißt also, ich muss nochmal zu dem blauen Menschen hin. Bengaru. Ach, wo ist denn eigentlich mein Freund, der Matt? Das ist mal wieder typisch. Der ist nämlich untergegangen, liebe Leute. Nee, da ist er doch wieder. Hey. Nee, die Mark wollte ich jetzt nicht ansprechen. Hier, Mr. Matt. So, ich brauche dich nicht mehr. Ah, ist er immer noch im Verfolgungsmodus. Warte, hier geht zurück. Taktik, halte stets zu mir und greife jeden an, der mich angreift. Taktik, neutral zu Monstern und Banditen bis zum Kampf. Ist an. Ja, das ist auch ein bisschen besser. Heiltrank geben und Ende. Das ist ja, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, weil der Falugi-Fire auch so ein Poll gemacht hat. Von wegen, findet ihr das gut, dass er mit dabei ist? Ich habe dazu geschrieben, so von wegen, Mensch, man kann ihn sich als Freund entweder dazu leveln oder ihn stehen lassen. Also ist es eigentlich gehupft wie gesprungen. Ich finde es aber trotzdem eine gute Idee, dass der Matt hier dabei ist. Das war's doch inzwischen. Zuras. Baltram Bartok. Du schuldest mir noch einen Gefallen. Es ist Zeit, diese Schuld zu begleichen. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Ja, ja. Von wegen, was passiert, wenn ich es nicht mache? Okay, ich mache es. Nein, darauf lasse ich... Was passiert, wenn ich das nicht mache? Das wäre wirklich dumm von dir, denn siehst du, ich weiß, dass du ein entflohener Sträfling bist. Wenn sich das herumspricht, könnte das deiner Situation in der Stadt erheblich schaden. Ich könnte es natürlich machen, was ich auch früher gemacht habe, aber ich könnte trotzdem Sarah retten. Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich sag mal, okay, ich mach's. Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Genau. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Wie soll ich ihr den Brief unterschieben? Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Ja, ja. Ich muss weiter. Von mir aus. Ah, jetzt sitzt Kanta plötzlich da. Das ist doch echt... Oh, das ist... Gut, jetzt muss ich auf die andere Seite. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels werden noch weiter verstärkt. Aha. Die Torwachen sind angewiesen, das Gesetz in aller Strenge auszulegen, um unerlaubtes Eindringen... Oh, Pablo, der... Hey, du! Warte mal! Du kommst mir bekannt vor. Ach. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig.
Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Naja, das muss eine Verwechslung sein. Da wäre ich ja jetzt gar nicht von alleine drauf gekommen. Ma, ich gehe mal auf Verwechslung. Nein, das muss eine Verwechslung sein. Bei mir ist alles in Ordnung. Ganz wie du willst, Fremder. Aber falls das doch deine Visage ist und falls du Probleme hast, dann lass sie außerhalb der Stadt. Wir haben hier schon genug Schwierigkeiten. Und Fremde, die Ärger in die Stadt bringen, bleiben nicht lange in der Stadt. Ich hoffe, das war deutlich. Ja, das war deutlich. Noch was? Was weißt du über die Banditen? Sie kommen alle aus der verdammten Minenkolonie. Aber es gibt etliche Splittergruppen. Einige haben sich in die Berge verkrochen und wieder andere haben sich dem Großbauer Ona angeschlossen. Aber am meisten Probleme machen die Banditen, die sich in der Nähe der Stadt herumtreiben. Sie sind der Grund dafür, dass sich keiner der Händler mehr vor die Stadttore traut. So, so. Noch was? Ach ja, hier. Hakon hat uns ja was erzählt. Was weißt du über die Banditen, die den Händler Hakon überfallen haben? Ach, die Sache. Hör bloß auf. So viel wir wissen, gehen eine ganze Menge der Händlerüberfälle auf ihr Konto. Diese Ratten haben sich in ihrem Loch verkrochen und trauen sich nicht mehr raus. Einmal konnten wir sie aufspüren und verfolgen. Aber im Wald vor der Stadt haben wir die Verfolgung abgebrochen. Da treiben sich zu viele Viecher rum. Das ist viel zu gefährlich. Aber da ist noch eine Sache. Ein paar der gestohlenen Waren sind in Korinis aufgetaucht. Das heißt, sie wissen, wie sie die Ware in die Stadt bringen und sie verkaufen können. Ja, wir vermuten, dass sie einen Hehler in der Stadt sitzen haben. Aber bisher ist es uns nicht gelungen, den Kerl zu erwischen. Falls du in der Sache was rauskriegen solltest, bei Lord André gibt's ein schönes Kopfgeld für den Hehler. Ja, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei haben? Aha. Woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei hatten? Aha. Es ist also doch deine Visage. Warum hast du das nicht gleich zugegeben, ha? Weswegen wirst du gesucht? Ich weiß es nicht. Ehrlich. Ja, ja, schon klar. Ich sag dir was. Wenn ich glauben würde, dass du mit diesen Banditen unter einer Decke steckst, hätte ich dich schon längst eingelocht, klar? Trotzdem werde ich mal besser bei Lord André über diesen Vorfall Meldung machen. Aber um deine Frage zu beantworten. Wir haben sie in der Nähe des Großbauern aufgegriffen. Aber sie sahen nicht aus wie Onas Leute. Ich denke, sie gehören zu einer kleineren Gruppe, die sich irgendwo in der Nähe von Onas Hof in den Bergen verkrochen hat. Aber wenn du vorhast, dahin zu gehen, muss ich dich warnen. Die Halsabschneider machen mit jedem kurzen Prozess. Ich werde es mir merken. Ja, ja. Kurzer Prozess. Mit dem Bandidos. So, da haben wir doch da einen, der da seine Rede hält. So, gibt es hier noch jemand Interessanten? Hier, Valentino. Adamus, ah, ja. Aber sah, dass so nichts sein konnte. Na, was bist du denn für einer? Kein Licht. Hast du keine Manieren? Und keine Dunkelheit. Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, und wo du so jetzt sein müsstest? Er sich zwischen seine aber ich glaube, Brüder so einen Runtergekommenen wie dich vermisst Streit keiner. Was? Tja, wenn du mal nicht so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Aber da, so reich wirst du stand, nie sein. Ort, ich merk schon, mit dir werde ich mich an noch dem amüsieren. Inos und Belia keine Macht hatten. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin Valentino, der Schöne, und an Lebenskünstler Ort, und Schürzenjäger. Und arm an Sorgen, zugleich reich an Weisheit und Gold. Und die so Frauen liegen mir zu Füßen. Das Meer. Hast du Probleme? Dann halt sie und fest. Das Meer ich kann sie nicht das gebrauchen. Land frei. Und es entstanden schöner Spruch, wie immer. Bäume, wie Tiere, Wölfe, wie Schafe. Hast du mir noch was zu sagen? Mach dich beliebt, verspreche niemandem etwas, nimm dir, was du kriegen Mensch kannst und pass auf, dass und du dich nicht mit der Miliz anlegst. Oder natürlich und mit eifersüchtigen Ehemännern, die Wiesen sind die Schlimmsten, sag ich dir. Das ist mal wieder ja, aber so also, groß war der Zorn Belias, ich könnte ihn ja voll Fund aufs Maul hauen, aber das mache ich später. Erwähnte. So, und Batras, Entschuldigung. Sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Ja,
Ich habe einen Brief für dich. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Ich habe hier so eine Steintafel. Dann gibt es hier noch mehr. Erzähl mir was über den Ring des Wassers. Ich habe hier einen Brief für dich. Ich habe eine Steintafel. Ich bitte um deinen Segen. Das, den sollten wir mal einholen für Torben, ne? Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Also der Segen Adanos, den hätten wir ja schon mal inne. Dann kannst du mich auch heilen, das ist klar. Gucken wir mal. Dann fragen wir mal was über den Ring des Wassers. Nee, erstmal einen Brief für ihn. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? Ja, aber er ist ja geöffnet. Hoffentlich ist er nicht in die falschen Hände geraten. Wirklich? Das ist ja interessant. In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Oh, weia. Ich soll den ja nicht verraten. Ich habe was anderes. Ja, ich habe ihn einigen Banditen abgenommen. Das werden wir ja mal gut machen. Ich habe ihn einigen Banditen abgenommen. Bei Adanos. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn es so ist, wie du sagst, dann haben wir ein großes Problem. Ich werde mich so schnell wie möglich darum kümmern müssen. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ja. Erzähl mir über die Götter. Kannst du mich heilen? Ja. Kannst du mir etwas über Magie beibringen? Das will mir. Ich will Adanos etwas spenden. Wo finde ich einen geweihten Innos? Genau, weil wir ja noch einen Segen abholen müssen. Wo finde ich einen geweihten Innos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Ach so, ja, das war ja der. Den hatten wir ja schon. Was wollen wir denn noch wissen? Ring des Wassers anschließen. Ich habe hier so eine Steintafel. Vielleicht kann ja was über unsere Steintafel was sagen. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Einige Probleme erledigen. Aha, das ist ja schön. Gut, okay. Ich kann hier noch weiter fragen. Ja, hier, ich habe noch mehr Steintafeln für dich. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Warum erfahre ich das jetzt erst? Sehr gut. Elixier der Heilung. Schön. Das darfst du keinem erzählen. Ah, dieser Avatrast hat sehr viel zu sagen. Das hören wir uns aber, würde ich mal sagen, später an, weil sonst wird es ein bisschen zu viel erzählerisch hier. Bogner, Bosper, das ist hier die Kneipe. Ach, jetzt muss ich mich wieder reorientieren. Ja, genau, richtig. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen... So, Pablo. So, dala. So. Mag Torben noch mal fragen, wie steht's mit deiner Zustimmung? Kannst du mir beibringen? Schlösser knacken, Dietriche. Hast du schon einen Lehrling? Mal gucken. Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja. Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Sehr schön. Dann können wir mal fragen. Ach, erstmal mal gucken, was ich überhaupt hier an Charakter habe. Beziehungsweise an Lernpunkten gar nichts. Ja, das ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof. Speichern wir mal ab. Matt, kommt da runter. Das macht man nicht auf Leuten, andermanns Leuten Holz zu stehen. So. Auf zu meinem Freund Bosspor. Lieber die Finger. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen. Meinst du, das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein. Oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Als Fremder kommst du da nicht rein. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Ein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Tja. Aber ich habe ja noch keine Lernpunkte.
Was ist, wenn ich bei dem anderen Meister anfangen will? Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Hier geht es besser. Unsinn. Harad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Ja, ja, immer diese Lehrlingsfragen. Wird sich das jemals ändern? Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Ist er nicht darauf gekommen? Ah ja, das wissen wir ja. Den haben wir da stehen sehen. Bekomme ich deine Zustimmung bei einem der anderen Meister? Nun gut, ich werde zustimmen. Aber unter einer Bedingung. Arbeite wenigstens eine kurze Zeit lang für mich. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, ob dir mein Handwerk liegt oder nicht. Und wer weiß, vielleicht gefällt es dir am Ende ja und du bleibst bei mir. Wenn du gut genug bist, um bei mir anzufangen, bist du auch gut genug für alle anderen hier. Das ist doch alles. Ja, das ist doch ein Wort. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein halbes Dutzend Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister, wenn du unbedingt willst. Warum hört eigentlich keiner? 5 Lernpunkte, Gosudas. Wegen der Wolfsfälle, hat bestimmt noch keins, ne? Wegen der Wolfsfälle. Wir hatten uns auf ein halbes Dutzend geeinigt. Aber du hast ja noch Zeit. Geh und besorg die Fälle. So ein halbes Dutzend? Das sind 6 Stück. Toll. Die Wölfe machen, ziehen mir das Feld über die Ohren. Was? Hab ich jetzt nicht verstanden. Entschuldigung, dass ich dazwischen gequatscht habe. Ja, die Wölfe, die ziehen mir das Feld über die Ohren. Ach, Bartok. Bartok, guck mal nochmal eben nach Bartok. Mal auf die Schnelle. Ja, es regt es. Nee. Das war doch klar. Herrlich. Das war ein Wellensittich-Geräusch. Ich wäre mir da nicht so sicher. So, Konstantino hockt da wieder dumm um. Dann, Bürger. Glaubst du wirklich? Bürgerin. Er erzählt alles weiter. Ich glaube, das ist hier die Taverne zur fröhlichen Mastsau. Ah, da war ich noch nicht drin. Gucken wir mal. Hey, Koragon. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Kriege ich hier was zu trinken? Mein Mann sieht, wenn du Gold hast, kannst du hier sogar was essen, wenn du willst. Das kann ja nicht ewig so. Und wie laufen die Geschäfte? Und wie läuft das Geschäft so? Ach, hör auf. Lord André lässt am Galgenplatz Freibier ausschenken. Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Ich glaube, da ist dran. Einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino zum Beispiel. Ich kann den Kerl nicht leiden. Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem ganzen Silber gestohlen worden. Das hätte doch besser wissen. Ach, du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem Abend war es noch ziemlich voll und ich habe Bier rumgebracht. Ich war nicht lange hinter der Theke weg, aber den Mistkerlen hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen, aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Und es wird noch viel schlimmer. Ich wäre mir da nicht so sicher. Jedem Händler oder irgendwelchen Heinz wird was gestohlen oder sonst irgendwie was. Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Hakon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag über den Weg gelaufen wäre, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Er ist deswegen sogar bei der Miliz gewesen. Die Bürger der Stadt sind daraufhin alle ziemlich in Panik geraten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich schätze, das ist alles Unsinn.
Korinnis ist eine raue Stadt und vor den Toren lauern eine Menge Gefahren. Wenn du nicht innerhalb der Stadtmauern bleibst, wirst du von Banditen überfallen oder von wilden Tieren gefressen. So einfach ist das. Das weiß doch inzwischen jeder. So einfach ist das. Ja, ich habe ja Valentino ja schon kennengelernt, diesen überheblichen Schwachmaten. Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Egal, ob man es hören will oder nicht. Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann früh am Morgen zurück ins obere Viertel wankt. Das geht jeden Tag so. Das ist wirklich nicht mein Problem. Auf der Hand. Tja. Was muss ich machen, um ins obere Viertel zu kommen? Du musst Bürger der Stadt sein. Such dir eine Arbeit. Am besten bei den Handwerkern in der Unterstadt. Dann bist du ein Bürger der Stadt. Tja, und wenn dir das noch nicht reicht, dann sprich mit Lord André in der Kaserne. Vielleicht nimmt er dich ja bei der Stadtwache auf. Die kommen auch ins obere Viertel. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ja. Ach, was hat er eigentlich zu verkaufen? Zeig mir deine Ware. Selbst ist er da nicht drauf. Ja, nichts Besonderes, ne? Ja, dann bedanke ich mich mal für euer Zusehen hier in dieser fünften Folge oder zu dieser fünften Folge. Und hier ist eine mächtige Party. Nicht wahr? Bürger, Bürgerin, Valentino. Ja, da hockt der Heinz. Ja, dann werde ich erstmal. Ah, Matt ist auch wieder da. Grüß dich. Dann werde ich erstmal hier was braten. An dem Ofen. Ich spiele das jetzt nur einzeln. Ah, hier. Zum Beispiel 3 rohe Fleischbraten. Alles rohes Fleischbraten. Das werden wir jetzt auch machen. Gucken nochmal ins Inventar und haben jetzt 6 gebraten Stück Fleisch. Und ich verabschiede mich jetzt. Und wir sehen uns in der 6. Folge wieder. Macht's gut, gebt mir einen Daumen, abonniert mich und aktiviert die Glocke. Klingelingeling. Tschüss.